burgenländische Landtagspräsidentin Verena Dunz tritt zurück. Gemeinsam mit Landeshauptmann Magister Hans-Peter Doskozil gab sie ihre Entscheidung bei einer Pressekonferenz in Stegersbach bekannt. Meine sehr geehrte Damen und Herren, liebe Landtagspräsidentin, liebe Verena Dunst, ich darf Sie zur heutigen Pressekonferenz bzw. zum heutigen Pressegespräch recht herzlich begrüßen. Thema unseres Gespräches ist einmal der erste Schritt, wenn es darum geht, die burgenländische Sozialdemokratie auch in personeller Hinsicht weiterzuentwickeln, nächste Schritte zu setzen. Ich glaube, wir haben in den letzten Jahren, insbesondere nach den letzten Landtagswahlen, bewiesen, dass wir mit einem eloquenten Regierungsteam, mit einer eloquenten Mannschaft in der Sozialdemokratie Politik für das Burgenland, für die Burgenländerinnen und Burgenländer machen können. Aber wie es immer so ist, muss man sich auch ständig hinterfragen. Das ist auch mein grundsätzliches Credo und muss auch immer daran arbeiten, sich nicht zurückzulehnen, sondern genau zu beurteilen, wie kann man sich weiterentwickeln. Und diese Frage stellen wir uns täglich und ständig. Und wir haben das auch schon vor einigen Wochen auch immer wieder gesagt, wir werden im Herbst nächste personelle Weichenstellungen setzen und auch nächste personelle Weichenstellungen bekannt geben. Und um diese nächsten personellen Entscheidungen auch entsprechend vorzubereiten, geben wir heute den ersten, wenngleich auch wichtigsten Schritt bekannt, dass nämlich Verena Dunst bzw. die Rolle, die Verena Dunst in der burgenländischen Sozialdemokratie einnimmt, zukünftig und inkünftig eine andere sein wird. Sie wird nämlich im Herbst im Zuge dieser Umstrukturierung von ihrer Position als Landtagspräsidentin zurücktreten. Sie wird auch den Bezirksvorsitz in Güssing übergeben und wird als Abgeordnete im burgenländischen Landtag der Sozialdemokratie weiterhin zur Verfügung stehen und wird auch hinkünftig, und darauf lege ich einen großen Wert und ich möchte das auch begründen, weil das ein Wunsch auch nicht nur meinerseits, sondern der sozialdemokratischen Familie ist. Sie wird auch weiterhin mit ihrer politischen Expertise und mit ihrer politischen Eloquenz den burgenländischen Landtag als Abgeordnete, wenn es doch ums geht, natürlich muss das der Wähler entscheiden, schlussendlich zur Verfügung stellen. Wenn ich so ein bisschen zurückdenken darf und wenn ich die politischen Highlights und die politische Tätigkeit, aber auch die Person Verena Dunst ein bisschen beschreiben darf und in den Vordergrund stellen darf, dann ist Verena Dunst sicherlich, und ich glaube, ihr kennt es genauso gut wie ich, von vielen Pressekonferenzen und vielen persönlichen Begegnungen, eine Ausnahmepolitikerin. Also ich habe selten erlebt, dass jemand mit einer derartigen Konsequenz und Hartnäckigkeit im positiven Sinn sein politisches Amt ausübt. Ich merke das selber, wenn ich beispielsweise bei den vielen Terminen, die auf einen reinprasseln und die irgendwo in der Angebotspalette immer tagtäglich liegen und man kann nicht alles absolvieren und dann immer wieder Vertretungen gesucht werden. Verena Dunst steht immer parat und sie hat mir gerade beim Hereingehen gesagt, ich glaube jetzt noch im August, Juli, August nimmt sie über 21 Vertretungen wahr. Das ist wirklich ganz was Besonderes. Das ist in dieser Intensität, wie sie ihr politisches Amt ausübt, würde ich wohl meinen, einzigartig im Burgenland. Das war einzigartig die letzten 20 und über 20 Jahren, wie du dein Amt wahrgenommen hast, und das wird auch, und so hoffe ich, dass das der Wähler auch quotieren wird, wird auch die nächsten Jahre einzigartig sein. Aber natürlich muss man auch immer schauen, wie kann man sich im Gesamtkontext, wir sind alle nur Bausteine in der Bewegung der Sozialdemokratie,
und wie kann man die Bausteine im Gesamtkontext neu zusammensetzen, um auch wieder den nächsten Schritt zu gehen. Und der nächste Schritt ist ganz einfach, die nächste Landtagswahl bestmöglich zu absolvieren und unsere Ergebnisse aus dem Jahr 2020 zu bestätigen. Verena Dunst hat sicherlich auf sehr, sehr viel Inhaltliches zurückzublicken, auf sehr viel politische Erfolge zurückzublicken. Da denke ich nur an ihre Eloquenz im Bereich der Frauenpolitik. Ich glaube, sie ist die Johanna Donald des Burgenlandes, mit welcher Konsequenz sie eigentlich frauenpolitische Themen immer wieder gesetzt hat, wenn sie sich darum gekümmert hat, um die Lohnsituation, um die Kinderbetreuungssituation. Also ich glaube, wenn wir heute darüber diskutieren, den Gratis-Kindergarten umgesetzt haben, dann ist Verena Dunst viele Jahre dafür gelaufen und hat sich dafür eingesetzt. Wenn wir heute in vielen Ortschaften eigentlich davon profitieren, dass die Ortschaften aufblühen aufgrund Torferneuerungsmaßnahmen, dann war sie es, die die Torferneuerung vor sich hergetragen hat und immer wieder gepredigt hat und immer wieder auch die Gemeinden dazu animiert hat, sich diesen Programmen zu unterwerfen, die durchaus komplex und kompliziert in der Ausgestaltung, in der Abrechnung sind. Aber sie war es, die diese Programme massiv forciert hat und sie hat es auch geschafft, die Volkshilfe als Präsidentin in ruhige, gute, auch finanziell abgesicherte Fahrwässer zu bringen. Volkshilfe, die ein ganz wesentliches und wichtiges Instrument und Institution auf dem Weg eines sozialen Burgenlandes ist, eine Institution, die in den verschiedensten Bereichen, nicht nur, wo wir sie denken, im Bereich der Pflege möglicherweise, sondern auch in vielen arbeitsmarktpolitischen Programmen tätig ist. Und ich denke nur an die jüngste Vergangenheit, wie intensiv und eloquent sie darum kämpft, beispielsweise das Sozialprojekt in Oberwart Mamas Küche am Leben zu erhalten und auch eine neue Unterkunft und Örtlichkeit, Unternehmensunterkunft für dieses Projekt zu finden. Das ist nicht selbstverständlich und vielfach ist es in der Politik so, dass man mit den Jahren der Tätigkeit immer wieder natürlich ermüdet. Es gibt viele Politiker, ohne jetzt Namen zu nennen, wo man so salopp sagen könnte, irgendwann ist die Luft draußen und irgendwann muss man sich selber hinterfragen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe niemals den Eindruck gehabt, dass bei Verena Dunst die Luft draußen ist, sondern sie ist, glaube ich, eine derjenigen, die eigentlich uns, was das Tempo und die Intensität von Politik zu machen, von Termintreue, von unterwegs zu sein, bei den Leuten zu sein, die uns eigentlich immer das Tempo vorgibt. Aber, und das ist auch ein ganz wesentlicher Faktor, es gibt auch, und auch das müssen wir alle akzeptieren, und auch das ist ein ganz wesentlicher Bereich unseres Lebens, es gibt auch einen privaten Bereich. Und auch der private Bereich ist ganz wichtig, wenn man, so wie Sie in den letzten Monaten, in den letzten Jahren, immer öfter auch versucht, Ihre Familie in den Vordergrund zu setzen, Ihre Enkel in den Vordergrund zu setzen, ihr auch wichtig ist, dieses Gemeinsame und das Miteinander mit ihrer Familie zu leben, ist es auf der einen Seite logisch, dass dieser Schritt irgendwann einmal gesetzt werden muss. Das haben wir uns ja auch schon vor langer Zeit eigentlich bei der letzten Regierungsbildung so vereinbart, dass dieser Schritt während der Legislaturperiode kommen wird. Und auf der anderen Seite ist es in der Sozialdemokratie für uns sicherlich auch ein lachendes Auge, wenn Verena Dunst uns erhalten bleibt. Und mir ist es persönlich sehr, sehr wichtig, weil sie ganz einfach eine politische Motivation, ein politischer Motivator und unser politischer Motor ist in vielen Bereichen. Also, dass wir auch klar, und da bin ich wirklich sehr dankbar, dass sie auch diese Rolle einnimmt, auch das ist nicht selbstverständlich, dass jemand sagt, okay, jetzt bin ich zwar Landtagspräsidentin gewesen und dann ordne ich mich nicht einer Systematik ein, wo ich vielleicht nicht mehr Landtagspräsidentin bin, sondern nur mehr Abgeordnete. Das ist heutzutage nicht selbstverständlich, aber auch sie wird diese Rolle annehmen und wird im Landtag die Sprecherin und die Vertreterin der älteren Generation sein.
Und in dieser Rolle bin ich davon überzeugt, dass sie aufgehen wird. Diese Rolle wird sie annehmen. Sie wird die Interessen der älteren Generation mit Sicherheit, mit der gleichen Intensität und Vehemenz vertreten, wie sie bisher ihre Aufgaben gemacht hat. Ich darf nur auch beispielsweise daran erinnern, höchstwahrscheinlich wird es höchstwahrscheinlich heutzutage keinen Udo mehr geben, würde es nicht die Verena Tunz geben. Auch deshalb vielleicht ab und zu und sehr oft als Perle des Südens bezeichnet. Und daher bin ich wirklich sehr froh, dass sie auch hinkünftig dem Landtag, sofern es dem Wählerwillen entspricht, doch diese Demut muss man vor Ergebnissen haben, dem Landtag erhalten bleiben wird. Das heißt nicht nur in der verbleibenden Legislaturperiode, sondern auch in der nächsten Legislaturperiode. Und diese Rolle als Vertreterin der älteren Generation auch dann intensiv annehmen wird. Ich möchte mich an dieser Stelle auch recht herzlich bedanken. Wir haben natürlich diesen Termin auch bewusst schon jetzt vorgezogen, um auch Verena Tunz die Möglichkeit zu geben. Ich verstehe das. Das sind keine leichten Entscheidungen, das sind teilweise Lebensentscheidungen, die getroffen werden. Das sind Schnittstellen im Leben, die man, oder Türen im Leben, durch die man in weiterer Folge gehen muss. Es ist auf der einen Seite schwierig, diese Veränderung durchzuführen, diese Veränderung auch persönlich umzusetzen, wenn man ein Leben lang in dieser Intensität Spitzenpolitikerin im Burgenland war und ist. Und auf der anderen Seite, aber auch mit einem lachenden Auge, das Potenzial, den Bedarf und die Bedürfnisse und die Notwendigkeit auch sieht, sein Familienleben entsprechend auch zu gestalten und für die Familie auch da zu sein. Und mit der gleichen Intensität, wie sie Politik macht, merke ich auch immer mehr in persönlichen Gesprächen, wie gerne sie mit der gleichen Intensität für ihre Kinder da sein will, für ihre Enkelkinder da sein will. Und daher glaube ich persönlich, dass das in unserer burgenländischen Art, in der Sozialdemokratie, Entscheidungen zu treffen, Weichenstellungen vorzunehmen, der richtige Weg ist, der akkordierte Weg ist, der einvernehmliche Weg ist und wir jetzt auch mit dieser vorgezogenen Bekanntgabe dieser Entscheidung, die nächsten Weichenstellungen werden ja ausschließlich im September dann in weiterer Folge getroffen, auch der Verena Tunz den Platz geben, diese Entscheidung für sich selbst zu realisieren, auf der einen Seite, aber auch wir ihr die Möglichkeit geben und auch wir uns entsprechend bei ihr bedanken, sollen nicht nur mit dieser Pressekonferenz heute abgetan sein, mit diesem Pressegespräch abgetan sein, sondern es ist schon ein besonderer Moment, wenn jemand, der einem so intensiv begleitet, mit allen Höhen und Tiefen, das ist keine Frage, mit aller Diskussion, die wir haben und gehabt haben, und bei allen den Erfolgen, den wir in der burgenländischen Sozialdemokratie gemeinsam gefeiert haben, wenn es hier Veränderungen gibt, das sind einschneidende Momente und solche einschneidenden Momente, ich glaube, sollte man nicht, so wie es in der Vergangenheit war, wie ich es beispielsweise, das habe ich immer wieder gesagt, sehr negativ auch erlebt habe bei der Verabschiedung des Werner Faymanns mit einer kurzen Stellungnahme, der Blumenstrauß ist ihm mit einer Hand schon an der Türklinke, mit einem Fuß schon draußen, noch irgendwie in die Hand gedrückt werden, das sind Beispiele für mich, wie man sich nicht aus einer Funktion verabschiedet, sondern das wollen wir in den nächsten Wochen auch für dich noch gebührlich machen. Du hast dir das verdient, du hast deinen persönlichen Einsatz, vieles höchstwahrscheinlich, was sie deine Familie von dir erwartet hätte und du ihr nicht geben konntest, der Politik untergeordnet, der Sozialdemokratie untergeordnet, und das muss man auch gebührend schätzen und da kann man sich nicht ausführlichst dafür bedanken. Ich sage jetzt an dieser Stelle recht herzlichen Dank dafür und auch recht herzlichen Dank dafür, dass Personalentscheidungen in der burgenländischen Sozialdemokratie auch
so einvernehmlich akkordiert stattfinden, wie es anderswo höchstwahrscheinlich nicht möglich, wie sie anderswo höchstwahrscheinlich nicht möglich sind. Und bin aber froh, muss ich ganz ehrlich sagen, bei einem Verständnis, und dieses Verständnis müssen wir aufbringen, es ist vielfach die Familie und der private Bereich, würde ich meinen, wichtiger wie andere Bereiche, sind wir trotzdem froh, dass du uns erhalten bleibst, dass du uns mit deiner Art erhalten bleibst, mit deiner Art Politik zu machen erhalten bleibst. Und freue mich auch diesbezüglich schon auf die zukünftige Zusammenarbeit, wenngleich in einer anderen Rolle, aber in einer wichtigen Rolle, weil es darum geht, die Sozialdemokratie in seiner Gesamtheit zu repräsentieren, in seiner Gesamtheit auch darzustellen, wie man Politik macht. Und du wirst, so wie du es in der Vergangenheit gemacht hast, im Bereich der Familienpolitik, der Politik der regionalen Entwicklung und all deinen Zuständigkeiten auch für die älteren Generationen, der richtige Ansprechpartner sein, wenn es darum geht, sie im Landtag zu vertreten. Und du wirst uns, und davon bin ich überzeugt, so wie auch in der Vergangenheit, entsprechend fordern. Dieses, du hast es gesagt, auf die Nerven. In diesem Sinne herzlichen Dank und ich würde dich jetzt bitten um deine Ausführung. Danke. Dank. Ich habe es leider nicht, ich hätte es nicht schaffen können, jetzt das viele Lob vom Landeshauptmann aufzuschreiben, aber ich hoffe, Sie haben es aufgeschrieben. Das war schön zu hören, vielen, vielen Dank. Man merkt, glaube ich, an unserer Zusammenarbeit, dass wir viele, viele Jahre schon gemeinsam viele, viele Gespräche geführt haben, das in Zukunft weiter fortführen. Aber ich bedanke mich auch beim Landeshauptmann für die... für das klare Bekenntnis dazu. Eigentlich haben wir uns Halbzeit ausgemacht. Der Herr Landeshauptmann, ich möchte mich bei ihm für sein Vertrauen bedanken, hat mich, nachdem ich 2019 zur Präsidentin gewählt wurde, 2020 noch einmal gefragt, möchtest du das Amt, und das ist sehr herausfordernd, und das ist das höchste Amt nach dem Landeshauptmann, und das ist nicht, weil ich eitel bin, sondern weil es Verantwortung heißt, noch einmal übernehmen. Und ich habe damals gesagt, Herr Landeshauptmann, machen wir uns Halbzeit aus, weil ich sehe, meine Töchter werden immer älter, es wird sicher sich dort und da mal ein Enkelkind hoffentlich einstellen, und auch mein Mann, obwohl von mir sehr verschont, wird ja auch nicht jünger, und er hat damals gesagt, ja, machen wir aus. Aus der Halbzeit ist jetzt keine Halbzeit mehr geworden, sondern sind wir längst drüber. Aber ich bedanke mich dafür, dass wir, und danke für die Einladung, ich habe lange überlegt, bevor ich diesen Schritt gemacht habe, und zum Landeshauptmann gesagt, das war voriges Jahr im August schon knapp, das, was ich sehe, ist auch mein Thema Vereinbarkeit, das ich selber hatte, und voriges Jahr im August hat unsere ältere Tochter eben mit Enkelkind dann eine berufliche Entscheidung getroffen, die mir nicht gepasst hat, weil es einfach keine Oma gegeben hat, und das war damals schon, du weißt, wie ich mit dir geredet habe im August voriges Jahr, schon knapp davor, dass ich damals schon gesagt habe, aus, Ende, es geht nicht mehr. Vielen Dank auch für die Einladung, weiter aktiv zu sein. Ich bin das auch der Bevölkerung schuldig. Ich bin bis 2025 Jahre gewählt. Und was spannend ist, wenn man so Pressekonferenzen wie heute macht, dass man sich ein bisschen Zeit nimmt, das habe ich versucht gestern zu tun, einmal zusammenzuschreiben, wie lange man was gemacht hat. Und keine Sorge, Sie kriegen das als Unterlage. Man wird sich da deutlich überfordern und ich mich selber auch überfordert. Weil Sie dürfen nicht vergessen, ich bin 1994, also 92 hätte ich schon die Einladung gehabt, in den Nationalrat einzuziehen, aufgrund der vielen Vorzugsstimmen, und habe damals dem damaligen Landeshauptmann Siebert, du wirst dich vielleicht, wir haben sicher mal darüber geredet, erinnern, dann habe ich gesagt, nein, die Kinder sind nicht einmal noch in der Volksschule und das geht nicht. Und 1994 war es aber dann so weit aufgrund der Vorzugsstimmen, dass ich mich nicht mehr entziehen konnte. Warum? Na, weil es für den Süden natürlich eine große Auszeichnung war, dass ich damals noch als einer der Jüngsten mit der Doris Buris, die Zeit vergeht, Nationalratsabgeordnete erstmals aus dem Süden eingezogen bin. Aber natürlich, wenn man zurückschaut, ist es unglaublich. Nur einige Kenndaten. Ich bin dann nicht sehr lange im Landtag gewesen, weil aufgrund der Vorzugsstimmen bin ich sofort in die Regierung gekommen.
Und ich kann mich noch erinnern, als mir der Landeshauptmann Niesl angerufen hat und gesagt, du hast die meisten Vorzugsstimmen von allen Frauen im Burgenland, du bist in der Regierung, habe ich gesagt, danke, ich nicht. Er war ein bisschen erstaunt und ich glaube, er war nicht sehr erfreut. Und ich habe das dann gemacht, was ich jetzt ungern sage, aber ich habe mit meinem Mann reden müssen. Also so nach dem Motto, geh nach Hause, das hat schon jemand anderen geschadet, und frag deinen Mann. Ich habe es auch wirklich gemacht, weil es ja gar nicht anders gegangen ist. Und mein Mann hat gesagt, liebe Verena, du hast die Vorzugsstimmen. Und wenn du jetzt der Bevölkerung sagst, danke, dass ihr mich da ausgestattet habt mit tausenden Vorzugsstimmen, aber jetzt mache ich es nicht, dann musst du dich zurückziehen. Der hat recht gehabt, aber er hat mir auch als Antwort gegeben, wir schaffen das. Wir haben es geschafft, die letzten 1994 bis 23, also fast 30 Jahre. Ich war aber davor ehrenamtlich schon Jahrzehnte unterwegs. Ich habe das erste Ehrenamt eigentlich mit 24 Jahren angenommen. Ich wurde damals Bezirksfrauenvorsitzende. Es hat mir kein Tag leid getan, aber ich habe schon, das muss ich ehrlich sagen, immer wieder, und das kennen wir, Sie alle kennen das, wenn Sie Familie haben, schon immer mit schlechtem Gewissen gelebt, und das war nicht ganz einfach. Umso mehr bin ich sehr dankbar und mit großer Demut gegenüber der Bevölkerung des Burgenlandes. Ich weiß, dass das der eine oder andere nicht passen wird, meine Entscheidung jetzt, mich ein bisschen zurückzuziehen, aber ich denke, dass die Bevölkerung auch dafür verstehen kann, dass das so nicht weitergehen kann. Meine Enkeltochter ist 3, die hat von der Oma genauso wenig gehabt bisher, als wie meine Kinder von der Mama gehabt haben, und es wird Zeit, wirklich dazu sagen, so, ändern. Ich ziehe mich nicht ganz zurück, der Herr Landeshauptmann hat es vorher schon gesagt, ich werde jetzt in den Landtag wechseln, wird eh mal Zeit, dass ich dort auch arbeite, aber irgendwie bin ich das übersprungen. Aber ich tue das auch mit großem Dankeschön an die Bevölkerung, weil ich, das bin ich auch erst drauf gekommen, ich habe noch nie ein Amt angetreten ohne Vorzugsstimmen. Ich habe immer Vorzugsstimmenmandat gehabt. Das heißt, egal, ob als Nationalrätin oder xx Mal als Regierungsmitglied oder eben das letzte Mal 2020, immer mit einem Vorzugsstimmenmandat ausgestattet, und deswegen habe ich mir die Entscheidung, mich ein bisschen mehr um die Familie kümmern zu müssen, sage ich in aller Klarheit, nicht leicht gemacht, aber ich denke, die Bevölkerung wird das akzeptieren. Deswegen ist es auch für mich klar, dass ich jetzt weiter arbeite. Ich bleibe noch Präsidentin, da kriege ich zwar kein Gehalt, aber das tue ich auch mit großem Engagement, die Volkshilfe weiterzuleiten. Ich mochte es, auch das habe ich erst nachlesen müssen, seit 2002, damals mit schwierigen finanziellen Voraussetzungen und 32 Mitarbeitern. Heute kann ich sagen, dass wir der größte soziale Dienstleister im Burgenland sind, von der Hauskrankenpflege über die sozialen Einrichtungen, viele Arbeitslosenprojekte und so weiter. Und wir beschäftigen heute 281 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Und da bin ich für jeden dankbar, der wieder einen Arbeitsplatz kriegt, weil es uns gibt. Und bin sehr dankbar für das Vertrauen, weil 181 davon in der Hauskrankenpflege, wir sind die einzigen, die von Kalch bis Gezerauf arbeiten, wirklich deine Vertrauensbasis ist. Also ich bleibe sozusagen Präsidentin, aber auf der anderen Seite zurückzuschauen tut gut. Ich bin beispielsweise damals die jüngste Bezirksfrau, die Bezirkschefin geworden, zuerst mal Frauenvorsitzende, dann Bezirksvorsitzende, sagenhaft 26 Jahre, seit 1997. Das war mir auch nicht so bewusst. Ich bin stolz darauf, mit dem jeweiligen Team und vor allem mit dem Vertrauen der Bevölkerung ausgestattet zu sein, weil in diesen, das finden Sie alles in Ihren Unterlagen, mit diesem Vertrauensvorschuss habe ich das erste Mal diesen weitaus schwärzesten Bezirk drehen können. Nicht ich alleine, ich habe das nicht gemacht. Alleine, zwar immer in der Teamarbeit und natürlich eben auch mit der Regierung. Und seitdem, und meine Sorge war, hoffentlich schenken wir als Spitzenkandidaten die Menschen auch später noch das Vertrauen, ist es ungebrochen. Und damit haben wir gemeinsam die höchste, du als Spitzenkandidat des Landes, hast sicher den meisten Beitrag dazu geleistet, das beste Ergebnis für den Bezirk Güssing 2020 einfahren können. Und seither, eben seit 2005, führt die SPÖ bei Nationalratswahlen zum Großteil, aber bei Landtagswahlen wirklich. Und nochmal, ich sehe das mit Verantwortung und nicht mit
Überheblichkeit eben die Geschicke im Bezirk. Sonst lassen wir vielleicht nur einige Meilensteine sagen, weil es mir einfach wichtig ist. Ich bin in die Politik gekommen, mein Vater hat mehr oder weniger schon gewartet drauf und ich war sehr, auch damals, einer der jüngsten Gemeinderäte im Gemeindevorstand und so weiter, aber Johanna Donal übrigens von ihr ein persönliches Tuch überreicht, das ist wirklich von der Johanna Donal doch. Ja, die Frauenpolitik war für mich sicher genauso wie die Kommunalpolitik gleich wichtig und deswegen war das auch für mich nie eine Entscheidung, mein Einsatz, sondern ich habe das getan, wo ich die Bevölkerung unterstützen kann. Und das soziale Engagement für die Menschen, wir haben oft Gespräche dazu, ich muss mich bei dir bedanken, du magst der Landeshauptmann die Rahmenbedingungen, ob es Sozialmärkte sind, gibt es nirgends. In ganz Österreich nicht, dass sich die Regierung dazu veranlasst fühlt, du, der gesagt hat, in jedem Bezirk braucht es einen Sozialmarkt. Ich sitze seit 7:30 im Büro, etwas angeschlagen, weil die Premiere lang kommt, das nach Hause fahren, übrigens großartig gedauert hat. Aber seit 7:30, schwöre ich Ihnen, war von diesen Leuten, und bis 17 Uhr geht es jetzt weiter, waren von diesen 6 Leuten 2, die nicht mehr wissen, wie es tut. Die können sich das alles nicht mehr leisten. Und sie wissen das ja, sie sind ja mitten unter den Menschen. Also die soziale Verantwortung ist einfach da. Frauen waren mir wichtig, Kinderbetreuung vielleicht noch angesprochen, der Landeshauptmann hat vorher gesagt, na bumm, meine Damen und Herren, als ich im Jahr 2020, dann 2000, Verzeihung, 19 Jahre in der Regierung, jetzt das 5. Jahr als Präsidentin, habe ich eine Kinderbetreuung vorgefunden, die es gar nicht möglich gemacht hat, dass Frauen ein eigenes Einkommen haben. Wir haben auch nicht so viele Arbeitsplätze gehabt. Auch das ist ja gelungen. Aber wirklich alles daran zu setzen, dass Kinderbetreuung nicht wirklich das Thema ist, warum Frauen nicht arbeiten gehen können, kein eigenes Gehalt haben, keine Pension, Absicherung, das sind vor allem ältere Frauen, die jetzt immer wieder kommen, weil sie eine marginale Pension haben aufgrund der damaligen Dinge. 8,2% der unter Zweijährigen war im Jahr 2000 in der Kinderkrippe, in der Kinderbetreuung. 8,2. Also 8 Kinder von 100 Kindern unter 2 waren damals in einer Kinderbetreuung. Kinderbetreuung ist Kinderförderung. Ich habe mich oft genug mit sehr vielen gestritten, bei denen wir gesagt haben, Kindergarten, nein, Kinderbindungs- und Betreuungsgesetz, das haben wir dann 2009 auch so umbenannt. Mittlerweile sind wir österreichweit, Kompliment wieder auch an dich, weil ich weiß, das ist dir ein wichtiges Thema, dass wir das gemeinsam so weitergebracht haben. Mittlerweile sind wir weit über andere Bundesländer und wir sind außer Wien das einzige Bundesland, wo das gratis ist. 2009 habe ich damals auch sehr stark unterstützt, eben immer vom SPÖ-Team und vom Landeshauptmann, es geschafft, dass wir gemeindeübergreifende Kinderkrippen seit 2002 und dann auch gemeindeübergreifende Kindergärten, aber vor allem gratis Kindergärten hatten, das jetzt unter dir in der Endausrollung super funktioniert. Weil wenn ich mir andere Bundesländer anschaue, wo man dann zwar Vormittag, manchmal nicht einmal überall, dann gratis ein Kind in Kindergarten gibt, ich rede überhaupt gar nicht von Kinderkrippen, weil die gibt es fast gar nicht, und dann für Nachmittag 400 Euro zahlt, na alles Gute. Das geht sich nicht aus. Und da bin ich schon stolz drauf, das sage ich in aller Klarheit, dass ich da eigentlich Motor- und Wegbegleiterin war, dass wir heute fast 40% in der Kinderkrippe haben, damals 94% im Kindergarten, heute 99%. Und das, was ich als Südburgenländerin natürlich sofort gesehen habe, im Norden hat das schon funktioniert, auch im Jahr 2000, halbwegs. Aber in der Mitte und Süden tote Hose in der Kinderbetreuung. Wir haben dann geschaut, dass das eben Mittagstisch gibt, verlängerte Zeiten und. Also als eins der Beispiele, wo ich wirklich versucht habe, sehr vieles zu tun. Alles andere, Sie können selber bestens lesen, Sie können sich das herausnehmen. Was Ihnen wichtig ist, mal 22 Jahre auf ein paar Sätze zusammenzuschrumpfen, geht nicht. Also mit einem Wort, ich habe wirklich noch einmal, ich habe mich bei der Bevölkerung für das Vertrauen in diese höchsten Ämter seit 22 Jahren zu bedanken, fast 23, mit Demut, und ich war auch sehr gefreut, dass alle Abgeordneten mich bei der letzten Wahl unterstützt haben. Ich bedanke mich auch bei allen für die meistens gute Zusammenarbeit, dass es dort und da Probleme gibt in der Zusammenarbeit, ist klar, aber ich bin dafür gewohnt, dass ich versuche, dann diese Konflikte zu besprechen und das Beste daraus zu machen. Ich war die letzten 30 Jahre Nehmerin meiner Familie.
sage das ganz klar, ich war Nehmerin. Nämlich Nehmerin, immer um Rücksicht zu bitten, um Verständnis zu bitten. Jetzt möchte ich Geberin sein. Ich hoffe, es gelingt mir, weil der Herr Landeshauptmann hat vorher eh gesagt, mich wirklich auch, das, was sie mir vorgenommen haben, neben Abgeordnete, neben einer neuen Aufgabe für die ältere Generation, ich bleibe Präsidentin der Volkshilfe, werde weiterhin für den Herrn Landeshauptmann auf Bundesebene in den Gremien sein, dass ich auch lerne, nicht jeden Tag, wie ich es jetzt 22 Jahre gemacht habe, von 7 bis 22 Uhr zu arbeiten. Da muss ich mit mir arbeiten, der Herr Landeshauptmann hat es eh vorher gesagt, aber das bin ich meiner Familie schuldig und ich möchte jetzt etwas zurückgeben. Ich möchte wirklich dafür sorgen, dass unsere ältere Tochter mit der Marie Verena, auch ihren Beruf als Professorin gut nachgehen kann und nicht wieder, so wie voriges Jahr, eine Entscheidung gegen den eigenen beruflichen Aufstieg machen muss. Ich möchte meinen Mann entlassen. Das traue ich mir nicht, weil sonst bin ich, so wird es ja wahrscheinlich mehrere gehen, aufgehaut bis zum Quadrat, weil er ist der Macher bei uns und schaut, dass das alles passt. Und ich möchte mich wirklich bei meinem Mann bedanken, aber auch bei unseren Töchtern, bei der Susanne und bei der Julia, und freue mich schon auf die nächste Aufgabe, mir hoffentlich ein bisschen Zeit gibt, auch auf die Familie zu schauen und zurückzugeben. Das bin ich Ihnen höchste Zeit schuldig, weil die Halbzeit wäre vor 2 Jahren gewesen. Wir werden das gemeinsam gut machen, Herr Landeshauptmann, da bin ich sicher. Und ich freue mich schon auf unsere nächsten Gespräche, auch wenn ich den Landeshauptmann manchmal auf die Nerven gehe, aber wir bringen das schon wieder zusammen. Vielen Dank noch einmal fürs Lob. Thank you.